So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein Gameplay heute, bei dem ich ein bisschen Fascher spiele. Ich dachte mir so, ich tu mal gucken, wie gut ist Fascher denn wirklich? Braucht man Skill, um sie zu spielen? Und habe deswegen einfach mal mit ins Klassisch genommen. Am besten funktioniert sie ja mit Teams, die vor allem viele Slows haben. Beziehungsweise Stunts. Deswegen dachte ich mir, okay, du nimmst sie immer auf die mit, gankst ein bisschen und guckst, was du so machen kannst. So, jetzt muss ich mal ein bisschen die Musik leiser machen. God fucking damn it, ist das laut? Okay, schon besser. So, genau, am Anfang das übliche Gefarme. Ich versuche halt möglichst viel zu ganken, sobald ich dann auf Level 4 bin. Und versuche halt so viel möglich mein Team zu helfen. Wir haben auch eine Aurora, das heißt schon guter Stun, aber das war's dann natürlich schon. Viel mehr geht dann schon an Stunts nicht mehr. Ich denke, mit einem Team, was man um Fascher drumherum baut, geht das ganz gut. Aber wenn man das nicht hat, dann dürfte Fascher auch nicht großartig funktionieren, weil man kann halt mit ihrer Ult nur schwer zielen. Man drückt einfach nur permanent auf den Ult-Knopf, haut aufs Beste, einfach auf den Regen, auf den Sturm. So, dort versuche ich schon den ersten Gang auszupacken. Also gerade leider keine Slows von sich aus. Beziehungsweise keine, die er sofort einsetzen kann. Können deswegen dort die Karina nicht töten, sie rennen einfach weg. So, ich flieg wieder auf die Bot. Das Schöne im Vogel ist halt, dass man erstmal einen guten Speedboost bekommt. Fascher an sich ist halt nicht sonderlich schnell, sie ist einer der langsamen Charaktere. Aber durch den Vogel gleicht sich das alles locker wieder aus. Der hat dafür kein erstes Skill, der komplett useless ist. Der zweite ist auch ziemlich durchschnittlich, aber das Gute am zweiten ist halt, dass man ihn auch während der Ult einsetzen kann. Das macht den Skill auf jeden Fall einiges besser. Was ich noch gar nicht ausprobiert habe, ist während der Ult Autoangriffe. Das wäre auch mal eine interessante Sache. Wo man es tun sollte, kein Plan. Versuchen sollte man es trotzdem. So, dort habe ich gerade damit gerechnet, dass der Moskau vielleicht von hinten kommt, aber ist nicht passiert, er rennt einfach weg. Immerhin kann ich so noch ein bisschen die Minions mitnehmen und den Mosk auf der Karte markieren. So, was passiert als nächstes? Ja, oben auf der Top-Lane geht gerade nicht so viel. Ich fliege zurück zur Mid. Mit dem Vogel kann man ja schön über alles drüber ziehen. Johnson verfolgt mich. Dort hätte ich vielleicht ein bisschen eher mit reingehen sollen gegen Moskow und Johnson. Ich baue mir auch meinen Weg per Vögelchen woanders hin. Kurz im Tower setze ich an die Ult ein. Weil ein guter Zeitpunkt war. Dort ist allerdings Karina, die Aurora nicht ganz töten kann, Gott sei Dank. Alucard geht rein. Hab wieder meine Ult noch nicht bereit, die habe ich erst jetzt. So, dort kommt Alice und bekommt sie mich? Nein, okay, sie verletzt den ersten, Gott sei Dank. So, die Ult war auch nicht so geil, weil keine Gegner da waren oder Minions. Kurz back to base, alles kein Problem. Dort konnte ich mich gerade entscheiden, wo ich hin wollte, deswegen war der Vogel gerade ein bisschen verschwendet. Ja, die Qualität von dem Vogel ist nämlich doch vergleichsweise relativ hoch. In dem Skillset von Fascher, 12 Sekunden oder so, Stufe 1 noch. Dort lasse ich es ein bisschen regnen. Aber wenn ich nicht geslowt, dann trifft man mit der Ult einfach nicht. Man kann zwar gut Druck machen, aber es würde Sinn machen, in einem Team, wo kaum Slows oder Stunts vorhanden sind, andere Magiehelden zu spielen. Zum Beispiel Cyclops, der für Stun sorgt. Sowas wie, ich glaube, Gott weiß den Sask und Fascher ist, glaube ich, ganz gut. Dort werde ich getötet. Erstmal zurück auf die Lane, weil Sask mit der Turret hat viele Stunts parat. Also die Turret hat viele Stunts parat. Ruby und Fascher ist eigentlich auch ganz okay, denke ich, wenn die Fascher hinterherkommt, weil ich mit Ruby bin ja immer super schnell in den Gegnern drin und plötzlich ist keiner da. Ich kämpfe alleine. Aurora und Fascher ist eine ganz gute Kombo, glaube ich. So, die Karina rissert erstmal alles komplett weg. Was hat noch viele Stunts? Ein Gadot Gacha wäre eigentlich auch ganz nice. Mit seiner Ult. Beziehungsweise seiner zweiten. So kann dort den Towerfall noch verhindern. Zumindest für eine Sekunde. Kann in 3 Sekunden wieder ulten. Lass es regnen, aber die Gegner holen immer alle ab. Das ist nicht cool. Jetzt hat er noch viele Stunts. Ein Mino mit seiner Ult wäre gar nicht ganz krass. Inwiefern er keine Helden anbieten, großartig stunnen könnte.
Lapu-Lapu wäre vielleicht ganz okay. Weil es noch viele Slows ist dann. Schützen gibt es ja da nicht so viele. Eine Freya vielleicht, die wäre ganz okay. Naja. Aber darum wird es jetzt auch gar nicht weitergehen. Wir haben zwar im Prinzip, also wir sind im Prinzip schon ziemlich weit hinten. 10 Kills. Wir haben noch. Doch, wir haben einen Tower bekommen, während die schon bei uns drin stehen. Aber aufgrund meiner Ult ist es einfach immer wieder möglich, die ganzen Minions zu töten. Dort gehe ich schon mal präventiv in die Ult. Und man kann halt auch mit Fascher ohne Stunts relativ gut Druck machen, aber das ist nicht der Sinn von Fascher. Wenn es erstmal regnet, besonders auf mehrere Gegner auf einmal, das ist fatal. Man muss einfach irgendwie ein Team drum bauen können. Das ist eigentlich so der Weg, wie man Fascher am besten einsetzen könnte. Dann kommt es nur auf die Magie-Skills an und auf das Teamplay dann. So, Karina rennt einfach nochmal durch. Oh. Du lachst mich gerade kaputt? Doch, da jetzt. So. Wieder mit Bars verteidigen. Was willst du tun? Fascher kann damit echt Spiel lange aufhalten. Bis eventuell immer alle Fullbild sind. Sogar Lord, weil du lässt es einfach reden und machst massiv Schaden. Das ist halt das Coole an Fascher. Man braucht wirklich keinen Skill, um sie zu spielen. Man muss halt nur ein bisschen positionieren wissen, ein bisschen teamen, was das kann, und danach ist Fascher eigentlich schon fast Autoplay. Man muss zwar hier da ein bisschen mitdenken, aber sobald du erstmal in der Position bist, dass du deine Ult hast und auch nicht getroffen werden kannst, ist eigentlich Autoplay. Du drückst einfach nur Ult und siehst zu, wie einfach alles kaputt geht. Das ist Fascher. So, ich stehe auch 1-4-2. Wow. Das ist perfekte Stats für ein Gameplay. Aber es soll ja hier nicht um die Stats gehen, sondern einfach braucht man Skill, um Fascher zu spielen. Also Antwort ist halb und man ist eher aufs Team angewiesen. So bin ich. Oh, so habe ich es nicht mal alles geschafft per Vogel. Aber wir haben trotzdem verloren. So, das war dann zu meiner Zusammenfassung zu diesem Gameplay. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Spiel und bis dahin.